Es ist fast, als hätte man eine Art Déjà-vu. Was derzeit passiert, erinnert mich unwahrscheinlich daran, was im Dezember 2018 passiert ist. Damals auch alle auf Weihnachtsrally programmiert. Was soll passieren? Wer soll denn jetzt verkaufen vor Weihnachten? In der Weihnachtszeit bis Jahresende läuft es doch dann super gut nach oben. Damals dann eine FED-Sitzung am 19. Dezember, also etwas später als in diesem Jahr, und Paul mit der Aussage, wir werden weiter die Zinsen anheben, wir werden auf Autopilot die Bilanz weiter reduzieren, der S&P 500 krachte nach unten, fiel 19,7%, drohte also in den Bärenmarkt abzurutschen, und dann die Kehrtwende von Jerome Powell nach Weihnachten 2018, die Märkte mit einer impulsiven Rallye. Damals aber war Inflation kein Problem. Jetzt sind wir seit Jahresbeginn, wie viel im S&P 500 im Minus? Minus 19,7, also genauso viel wie damals im Dezember 2018, als dann die Wende kam. Damals sind wir 19,7% vom Oktober hochgefallen. Wir werden gleich die Charts uns da nochmal anschauen. Also eine durchaus ähnliche Situation. Dann hatten wir Mittwoch eine sehr, sehr hawkische Fed, und wir hatten dann einen hawkischen Tsunami geradezu von Christine Lagarde. Und diese Kombination ist insofern giftig, als eben hier in eine sich abzeichnende Rezession die Notenbanken sagen, wir wollen weiter die Zinsen anheben und unsere Bilanzsummen reduzieren. Liquidität also den Märkten entziehen. Also giftiger kann es eigentlich nicht sein. Woher da die bullische Motivation kommen soll, ist mir nicht ganz schleierhaft. Dennoch können wir natürlich Erholungen sehen, die sollten jedoch zumindest in den nächsten, im kurzen Zeitfenster noch als Verkaufsgelegenheiten gesehen werden. Schauen wir uns mal hier die Schlagzeile von CNBC an. An diesem 19. Dezember 2018, der Dow verliert 350 Punkte, auch wie süß, inzwischen sind die Punktverluste und Punktgewinne etwas größer natürlich, schließt in der Nähe des Tiefs. Auch hier war der Dow Jones, waren die Aktienmärkte damals sehr optimistisch in die FED-Sitzung reingegangen, so wie in diesem Jahr, wie in diesem Dezember. Dann die Drehung, da hat man vorher 381 Punkte zugelegt beim Dow, um dann 351 Punkte niedriger zu schließen. Also eine riesige Bewegung, über 700 Punkte, damals war das noch viel. Und eben Grund war, dass Paul die Märkte hawkisch überrascht hat. Schauen wir uns hier mal den Chart aus dem Jahr 2018 an, vom S&P 500. Da sehen wir, da waren wir dann bei 2920 um und bei. Jetzt sind wir ja immer noch im Bereich 3900 etwa unterwegs, also gut 1000 Punktchen höher. Und dann kam dieser massive Crash. Paul steuerte dann nach Weihnachten um und bums, ging es nach oben. Massive Rallye. Damals, wie gesagt, ähnliches Setup. Alle haben gesagt, okay, wir wollen die Weihnachtsrallye haben. Dann hawkische Fett, allerdings dann eben auch das schnelle Umsteuern. Das ist der Unterschied zu heute. Das wird aufgrund der hohen Inflation nicht passieren können. Und ich hatte hier gestern schon mal diesen Videoausblick da nochmal thematisiert. Wiederholt sich der 2018er Crash. Ich habe damals mit Leuten gesprochen, die sagten, also ich bin long, und waren dann irgendwie total verwirrt. Warum geht es denn so stark runter? Was ist denn da los? Kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember 2018, ein rabenschwarzer Tag, kann ich mich noch erinnern. Also wo man normalerweise erwartet, dass da gar nichts mehr passiert. Unter großem Volumen, Handelsvolumen, wurde da abverkauft. Da ist richtig was gedreht worden. Damals hawkischer Tsunami in die Rezession. Ich habe damals aus charttechnischen Gesichtspunkten gesehen, das trifft viele wohl auf dem falschen Fuß, wenn der Markt short geht, und konnte da aus dieser Situation einigermaßen gutes Kapital schlagen. Was ist der Grund für den gestrigen Abverkauf, den wir an den Märkten gesehen haben? Einerseits natürlich die ultra-hawkische Christine Lagarde. Es wird keinen Pivot geben. Wir werden mehrfach die Zinsen um 50 Basispunkte anheben auf den nächsten Sitzungen, und dann die ganz schwachen Zahlen aus den USA, Einzelhandelsumsätze, Philly Fed, New York Empire, Industrieproduktion, alles schlecht, alles schwach. Dow tumbles more than 600 points, weil die Investoren fürchten, dass die Fed die Wirtschaft in eine Rezession stürzt. Also die Amerikaner beziehen das
jetzt vorwiegend auf die US-Konjunkturdaten, weniger auf die sehr hawkischen Aussagen auch von Madame Lagarde, aber das spielt auch eine Rolle bei den US-Futures, das können Sie mir glauben. Der S&P 500 gestern 2,5% gefallen, das ist der 60. Rückgang von mindestens 1% in diesem Jahr. Es gab nur 3 Jahre, wo das noch schlimmer war, 1974, 2002 und 2008. Man könnte sagen, the day the soft landing fantasy died. Also gestern ist die Fantasie gestorben, dass die Märkte, dass die Wirtschaft wirklich ein soft landing, eine weiche Landung hinlegen wird. Gleichwohl gibt es nach wie vor solche Bullen wie Tom Lee von Fanstrat, der ja so gesagt hat, noch vor kurzem, also 4.500 Punkte ist drin im S&P 500 noch in diesem Jahr. Es ist ein bisschen anders gekommen, also verschiebst du deine dauerbullische Haltung ins Jahr 2023 und sagst, die Aktienmärkte werden 18% steigen. 23 kann sein, klar. Die Notenbanken werden umsteuern müssen. Das wird auf Dauer nicht gehen. Das wird nicht funktionieren. Es wird etwas kaputt gehen. Und wenn die Notenbanken in Panik geraten, dann ist es Zeit, bullisch zu werden. Davor wäre ich skeptisch, würde Erholungen nach wie vor verkaufen. Sehen wir uns hier mal die Heatmap an. Apple über 4,5% im Minus. Amazon 3,5%. Microsoft über 3%. Google auch fast 4,5% im Minus, der Nasdaq also über 3% im Minus, S&P 2,5%, Dow etwas weniger, also wirklich rot auf allen Fronten, ein Bloodbath. Hier sehen wir mal in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, den S&P 500, da sehen wir diesen versuchten Ausbruch nach oben, als alle wieder bullisch wurden und sagten, Fugmann, du böser Dauerbär, immer nur negativ berichten etc., das nervt ja langsam. Hier sind doch tolle Rallyes passiert. Ja, das sind Bärenmarkt-Rallyes, die kann man spielen. Ich sag's nochmal, das sind sogar meistens sehr lukrative Gelegenheiten, aber mir geht es um die übergeordnete Bewegung. Was sollte man also tun? Kann man Rallyes mitnehmen? Ja, aber man kann eben auch die Rallyes verkaufen und das ist dann die etwas entspanntere Position, sage ich mal. Hier sehen wir also diesen Fehlausbruch nach oben mit diesem Docht. Jetzt hier nach unten und eins ist vielleicht auch zu bedenken, Madame Lagarde kopiert so ein bisschen das, was Jerome Powell macht. Sie will jetzt offenkundig 4% Terminal Rate, also praktisch die Zinsen auf 4% anheben. Das wollte Powell vor einigen Monaten auch. Also die EZB folgt letztendlich, wie Alfie sagt, der Fed so im mit einem Zeitabstand von 4 bis 6 Monaten. Es hat auch etwa diesen Zeitraum gedauert, bis die EZB kapiert hat, was gespielt wird mit der Inflation. Die Fed schon begonnen November 2021 zu sagen, hier Inflation ist ein Problem. Die EZB hat im Dezember in Gestalt von Lagarde 2021 noch gesagt, nö, wir werden die Zinsen 2022 nicht anheben. Doch, sie musste die Zinsen anheben. Jetzt wird sie ultra hawkisch übertreibt auf der Oberseite. Also es ist ein grottenschlechtes Timing. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, der sagt, laut Reuters hat sich Lagarde gestern deshalb hawkisch gezeigt, um den Falken entgegenzukommen, die eine größere Zinsanhebung wollten, nämlich von 0,75%. Der EZB-Rat ist weniger einig, als es scheint. Lagarde selber hat zugegeben auf der Pressekonferenz, dass manche einen größeren Schritt wollten sogar noch und andere einen kleineren Zinsschritt haben wollten. Also das zeigt, man ist da ein Stück weit gespalten. Wir haben gesehen, dass der Euro deutlich nach oben gegangen ist, weil eben die EZB so hawkisch war. Wichtig für die Märkte jetzt der Dollarindex, der an einem wichtigen Unterstützungsniveau angekommen ist. Wir haben oben im Chart die negativen Divergenzen gesehen, die dann zu diesem Abverkauf geführt haben. Noch haben wir keine positive Divergenz, sind aber stark überverkauft. Viele andere Indikatoren außerhalb des RSI deuten auf eine baldige Erholung, also interessantes Niveau für Leute, die sagen, okay, jetzt kommt wieder ein bisschen Stress ins System, denn Dollarstärke ist Stress im System. Schauen wir uns mal hier den Vergleich zwischen 2008 und 2022 an.
damals dann diese extrem scharfe Abwärtsbewegung. Das erwarte ich eigentlich nicht. Ich erwarte sowas Ähnliches wie vielleicht 2018, aber das war ja kein nachhaltiger Crash, der Jahre gedauert hätte, sondern da ging es ja dann wieder nach oben. Das erwarte ich auch, weil dann der Pivot kommt, nachdem der Stress im System so groß ist, der Notenbanken. Hier sehen wir unten im Chart diese Abweichung zwischen Federal Funds Target Rate, also das, was die Fed an Zinsen anheben möchte, und den Financial Conditions. Seit Anfang November klafft das auseinander. Seit Anfang November geht das auseinander, und hier sagte Richard Clarida ehemals in der Fed, wenn die Financial Conditions lockerer werden, weil die Märkte beginnen einzupreisen, dass 2023 die Zinsen fallen, dann kann es sein, dass ein Zinssatz von 5,25% als Zielmarke nicht ausreichen wird. Ergo, die Fed muss die Zinsen stärker anheben, je höher die Märkte steigen. Das, meine Damen und Herren, sollten sich die Bullen hinter die Ohren schreiben. Je mehr die Märkte steigen, umso mehr muss die Fed die Zinsen anheben, weil sie nicht will, dass die Financial Conditions sich lockern. Die Anleiherenditen gefallen, all das lockert die Financial Conditions. Also, je mehr die Märkte steigen, umso stärker wird die Fed dagegen schießen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es geht nicht anders. Hier diese klare Warnung also von Richard Clarida. Jetzt sehen wir, dass der S&P 500 praktisch schon jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit dem 10. November handelt. Jetzt haben die Märkte realisiert, so hier ein Twitter-Account, dass dieser Fed-Pivot kein Pivot ist, sondern der heißt nur kleinere Zinsanhebungen in eine ohnehin sich abschwächende Wirtschaft. Der S&P 500 hatte zwischen Juni und August auch diese massive Rallye, als dann auch wieder alle super bullish waren, 18% gewonnen. Jetzt haben wir von den Oktober-Tiefs zwischenzeitlich im Hoch 17% gewonnen. Damals sind wir dann stark runtergekommen, eben 17%. Gestern, wir sind jetzt 15%, muss das korrigieren, vom Oktober-Tief 15% gestiegen. Damals, Juni bis August, sind wir 18% gestiegen und dann 17% gefallen, haben also die ganze Rallye faktisch wieder ausgepreist. Jetzt haben wir 6% schon verloren von dem Hoch, und das bringt diesen Tweet von Richard Clarida hier auch nochmal auf den Punkt. Je höher die Märkte steigen, je mehr diese Bärenmarkt-Rallies kommen, umso höher steigt die Fed Terminal Rate an. Also umso mehr muss die Fed eben dagegen halten. Wann verstehen die Bullen das? Das kann im Prinzip ewig so weitergehen. Wir sehen den Bullish Percentage Index im S&P 500 nach unten drehen. Und die Märkte, die sagen sich halt, okay, ihr werdet die Zinsen halt dann auch wieder senken. Wenn wir uns jetzt mal die Fed Fund Futures anschauen, dann geht man davon aus, dass da nochmal eine 25 Basispunkte Anhebung kommt, dann ebenfalls im März nochmal eine 25er Anhebung auf dann 4,75 auf 5% und dann Pause und dann ab November Zinssenkungen. Mal sehen, ob das kommt. Das könnte das ganz große Risiko für die Märkte auch sein, dass eben die Fed diese Pause länger macht als ein paar Monate. Heute haben wir den großen Verfall. Da kann dann natürlich alles passieren, und das Gegenteil. Um 4 Billionen geht es. Das ist der größte große Verfall in diesem Jahr. Vor allem SPX-Optionen, also auf den S&P 500. Möglicherweise sehen wir Liquidations, weil eben hier der eine oder andere auf dem falschen Fuß erwischt wurde durch zunächst diese starke Rallye und dann diesen starken Abverkauf. Immer schwer zu sagen. Es kann sein, dass Market Maker sich jetzt nochmal auf der Unterseite absichern müssen, je mehr nach unten kommt. Man steckt nicht drin. Goldman sagte, da kann ziemlich Heftiges passieren hier in dieser ganzen Situation. Hier sieht man mal, wo wichtige Barrieren liegen im Optionsbereich, und der Optionsbereich, der wird ja immer wichtiger. Wir könnten durchaus auch jetzt mal wieder eine charttechnische, technische Erholung sehen. Wir sehen im RSI haben wir eine positive Divergenz auf 5 Minuten Basis. Wenn wir unten mal den S&P 500 Daily anschauen, dann sehen wir, wir sind aus diesem Trendkanal rausgebrochen und könnten jetzt vielleicht noch ein Stück tiefer gehen, dann eine Erholung zaubern, die versucht wieder in diesen Trendkanal reinzukommen. Hier eine andere Variante. Wir sind oben im RSI, sehen Sie schon, sind wir schon sehr, sehr weit unten. Also
Wenn jetzt heute wirklich der Markt crashen sollte, dann haben wir es mit einem Crash zu tun. Normalerweise passieren an solchen charttechnischen Punkten eher Gegenbewegungen. Aber jetzt haben wir Verfall, jetzt haben wir möglicherweise eine ungünstige Positionierung. 5,4% haben wir in 48 Stunden verloren, 220 Punkte. Übergeordnet, das sehen wir hier, haben wir nach wie vor aktive negative Divergenzen auf so vielen Parametern. Insgesamt kann man sagen, dass wir eine Rotation ja in diesem Jahr gesehen haben von Tech in Healthcare. Und dann in Energie- und der Finanzwerte. Wir sehen, wie stark Tech unter Druck gekommen ist und die eben beschriebenen nach oben gegangen sind, die Bären. Gerade die Tech-Bären hatten ein gutes Jahr in diesem Jahr. Gefallene Fang-Aktien, Nasdaq Wipeout, Value Rally, was da passiert ist. Im Jahr 2022 wird in diesem Artikel nochmal beleuchtet. Im Jahr 2022 ist auch vieles, was durch die ultralaxe Geldpolitik ermöglicht wurde, nämlich Heilsversprechen, wir machen euch reich. Ich weiß genau, wie es geht. Da werden jetzt 8 Social Media Influencer wegen Aktienbetrug angeklagt, weil das eben Leute sind, die auf verschiedenen Plattformen sagen, hey, ihr könnt alle reich werden, etc. etc. Das passiert nur in Zeiten ultralaxer Geldpolitik. Und wenn die Geldpolitik sich dann ändert, dann fliegt die ganze Geschichte auf. Und hier abschließend, meine Damen und Herren, nochmal der Hinweis auf das Interview mit Thomas Mittelhoff, ich glaube Substanz pur, das wird eine Person, die wieder wichtig wird in Deutschland, so dünkt mich. Schauen Sie sich das an, am Wochenende vielleicht, ich packe den Link nochmal rein. Jetzt wünsche ich das Allerbeste, sag Servus und Ciao.